Hallo und herzlich willkommen zurück bei Child of Light, den kleinen Sidescroller RPG, stimmungsvolle irgendwas Spiel. Ja, wir sind hier stehen geblieben in der Hölle, aber es sollte eigentlich nur ein Keller sein, deswegen ein bisschen verwunderlich. Und wir machen hier sofort weiter und gucken, was uns hier erwartet. Vielleicht erwartet uns ein großer Boss. Was ist dort drin? Und es ist wieder ein flammender Tod. Der Tod und sein paar Spinnen. Oh nein! Er greift wieder an. Der Tod. Er will es wissen. Ach, der Stein ist so schnell. Wie krass ist das denn, bitteschön? Okay. Wie machen wir es am besten? Wir greifen den Stein als erstes an, würde ich sagen. Und gehen auf den Stein. Juhu. Der müsste ja eigentlich... Oh, shit. Er hat das gekontert. Er müsste ja eigentlich ziemlich... Shit, Stein. Na gut, er ist tot auf jeden Fall. Hätte ich wahrscheinlich eher Wasser nehmen sollen oder sowas. Ich war mir jetzt gerade nicht mehr so sicher. Aber ich glaube, nee. Eigentlich sollte doch Feuer gegen Stein effektiv sein. Ist auch egal. Nicht Feuer nehmen, nicht Feuer nehmen. Wir nehmen Monsum. Damit der schön ertränkt wird, der Tod. Komisch, wie der dargestellt wird, der Tod, ne? So ein kleines Würmchen mit Flügeln. Würde ich jetzt einfach mal beschreiben. Machen wir mal Feuer frei. Vielleicht kommt der noch rechtzeitig an. Nein, leider nicht. Aua. Schade. Oh, wie gemein ist das denn? Und dennoch zurückgesetzt, so richtig hart. Und der Magier ist ziemlich hart. An der Grenze des Wahnsinns. Ich muss da mal mich heilen. Jedenfalls den Magier erstmal. Monsum! Auf den Tod. Verwundbar durch Wasser auf jeden Fall. Sehr schön. Also wir könnten jetzt auch theoretisch so Kombinationen-Dinger machen. Aua, jetzt bin ich tot. Oh, krass, zum Glück hat er den falschen anvisiert, sag ich jetzt mal. So, wir könnten jetzt auch Kombinationsdinge machen. Vielleicht ist das zum Ende her vielleicht wichtig, dass wir dann die Charaktere hin und her tauschen. Das wäre, denke ich mal, am sinnigsten zum Schluss. Oder jedenfalls, wenn die Kämpfe hier richtig anspruchsvoll wären. Aber die wären immer anspruchsvoller. YouTube, sage ich schon. Ubisoft hat ja jetzt auch komischerweise einen anderen Schwierigkeitsgrad sozusagen eingefügt. Nicht einen anderen, sondern einfach nur andere Bezeichnungen. Also wir hatten ja zur Auswahl normal und schwer oder Hardcore oder irgendwie sowas, ne? Und jetzt heißt es kausal und schwer. Sehr merkwürdig, warum sie das auf einmal so geändert haben. Wahrscheinlich gab es dort Verwirrung oder sowas bei vielen Spielern. Aber ich denke mal, wir lassen uns hier nicht verwirren. Wir ziehen unser Ding durch. Aua. Oh, ausgewichen zum Glück. Sonst wärst du down gegangen, glaube ich. So, langsam müsste mal hier ein Angriff erfolgreich sein und einer sterben. Die halten so viel aus. Guck dir mal das an. Guck dir das mal an, wie viel die aushalten. So, machst du jetzt den Tod? Den Tod, Tod? Das wäre schön. Ja, der Tod ist tot. Und er braucht auch nicht mehr lange. Ist auch schon ziemlich erschöpft. Deswegen wird es wahrscheinlich gleich sein Ende sein. Ja. Und es gibt auch richtig viel EP. Eine Stufenaufstieg. Oh, plus 16, wie viel Leben die bekommen. So krass. So krass. Wie reizend! Ein Karnevalsclown. Noch nicht, aber ich gehe zum Zirkus, um dort zu leben. Und wie stark bist du?
Ich wette, du könntest eine echte Dame hochheben. Zeig mir eine und ich mach einen Test. Einen Versuch? Ihr müsst ihr vergeben. Ach ja, sehr lustig. Wo ist eine Dame? Die Nova ist ja gar keine Dame, oder wie? Oh, da ist ein Geheimversteck. Ah ne, doch. Ich habe eben gerade gedacht, hä? Das kennen wir doch. Ah, schon wieder. Ein grausamer Tod. Erwartet mich. Wohl auch nicht. So. Ah, so. Runter. Okay, wo geht's? Wo wollen wir lang? Da kommen wir auf jeden Fall nicht lang. Das ist blöd. So schnell. Beweg deinen kleinen süßen. Aua. Komm. Ja. Okay, so machen wir es. Interessant. Boah, hier die ganze Lava. Wie krass ist das, bitteschön. Leute, wie krass. Ja, und ich soll nur die kleinen Ratten im Keller töten, ne? Am Arsch. Oh, wir sind wieder zurück. Ist hier denn noch was? Ah ne, dann war's das hier, wie es aussieht. Okay, wir machen den da noch fertig, weil er gesagt hat, wir töten alles. Oder bekämpfen alles. Versuchen wir das mal. So. Monsum, auf jeden Fall ihn da ziemlich hart schnell downhauen. Mit Wasser. Und der Hieb geht an den Steinklotz. Boom. Unterbrochen, sehr schön. Jetzt werde ich wahrscheinlich unterbrochen werden. Aber egal. Oh. Er macht sich kampfbereit. Nimm das! Sehr schön. Volle Kraft voraus mit dem Schwert der Macht. Ach Mist. Schade, ich konnte ihn nicht mehr verlangsamen. Oh, wow. Voll auf den Kopf. Junge, das kannst du doch mir nicht antun. So geht das. Okay. Es ist ein bisschen geschwächt, die junge Frau. Deswegen werde ich hier wahrscheinlich einmal sie heilen. Auf die natürliche Art und Weise. Dass sie immer noch überlebt. Das ist so krass. Ich glaube, ich muss da irgendwie was an die... Oh, ein Gegenangriff. Ich glaube, ich muss da mal was... Nein, sie ist gestorben. Das erste Mal, dass sie gestorben ist. Ja. Wie machen wir das? Rubella. Ersetzen wir mal durch... Ne, Aurora setzen wir mal durch Rubella. So rum. So wird ein Schuh raus. Ja. Machen wir mal alle Schützen. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen länger dauern, weil der Tod noch ein bisschen viel aushält. Kritischer Treffer. Oh Mann. Jetzt muss er sterben mal. Der Stein muss sterben. Zerbrechen. In kleine Einzelteile. Nein, da kam nicht mehr an. Schade. Okay. Was hast du noch? Hast du irgendeinen Angriff? Ah, wir könnten theoretisch wiederbeleben. Brauchen wir aber nicht. Ich denke mal, ich hatte es ja noch nicht. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass sie nach dem Kampf eh wiederbelebt wird. Schauen wir uns das doch einfach mal an, würde ich einfach mal sagen. Volle Monsum voraus. Wie er immer in die Pfeife pfeift. Diese Pfeife. Nein, Spaß. Wenn da jetzt noch so kleine Bläschen rauskommen könnten, das wäre jetzt immer richtig episch. Aua, wie viel Schaden der reindrückt. Oh, cool. Konterheilung hat sie mal eingesetzt. Sehr schön. Jetzt ist er tot.
Dann wird wahrscheinlich aber keinen Aufstieg bekommen, Aurora. Oder doch? Ich bekomme einen. Wow. Cool. Hätte ich nicht gedacht, dass man auch nach dem Tod einen Aufstieg dann bekommt. Die wird aber wahrscheinlich eh gerade leben wieder. Aber ich müsste dann das Gruppenmitglied irgendwie wechseln können gleich. Weil sonst kommen die zwei in den Kampf und das wäre nicht vom Vorteil, wie ich finde. Gegenangriff, Hibi, gehen wir da rein. Ich würde aber auf den Hieb gehen. Deswegen. So, und wie machen wir das hier? Hier machen wir es wie folgt. Konterheilung. Oh ja, Konterheilung. Das ist ganz gut. Da gehen wir auf Konterheilung. Und hier wollten wir doch irgendwas auf Monsum oder so, ne? Ah, das ist, dauert ganz schön lange noch auf Monsum. Erhöht die Wirksamkeit aller Zauber um 10%. Dies ist ein passiver Skill. Ja, gehen wir erstmal in den 10% Skill. Ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Und hat die auch irgendwas Kontermäßiges? Wahrscheinlich, aber ich sehe es gerade nicht. Versteinern. Zeitraum. Eigentlich ist das ziemlich krass. Einfach mal alle verlangsamen. So. So. Und. Schade. Ach doch, hier. Ah ne, schade. Ich habe gedacht, ich konnte hier jetzt tauschen. Geht leider nicht. Egal. Jetzt haben wir alle besiegt. Jetzt möchte ich aber auch eine vernünftige Belohnung haben. Von diesem jungen Mann. Ich hoffe mal, dass ich... Aua. Voll gegen den Kopf gestoßen. Oh. Ist hier noch was? Ah, da waren wir schon. Okay. Was? Müssen ein paar Viecher den Hals umdrehen. Okay, wir haben noch nicht alles, wie es aussieht. Getötet. Aua! Okay, gucken wir mal, ob wir noch irgendwas zu. Ob hier noch irgendwas zu finden ist. Ich habe aber gar nichts mehr gesehen, oder? Aua. Okay, jetzt wird's eng. Haha. Gut ausgetrickst. Hier ist doch nichts mehr, oder? Doch, da war noch einer. Wie konnte ich den übersehen? Gleich bekommen wir einen drauf. Ja, okay. Das sind andere. Also die Aufstellung ist anders jetzt. So wie ich es mir eigentlich gedacht habe. Ja, machen wir halt, ne? Wir müssen einmal irgendwie versuchen. Ja, erstmal der weg. Der geht, glaube ich, schnell weg. Wir müssen irgendwie versuchen, alle so schnell wie möglich abzutrennen vom Leben. Außer der Tod selber. Boah, wie er sich aufpumpt wieder. Aber wir halten Stand. Oh, zurückgesetzt. Das ist nicht gut. Stampfer! Boom! Aber wie viel Schaden die einfach nur reindrücken. Das ist echt krass, ne? Das ist ziemlich krass, wie ich finde. So. Der muss ja gleich weg sein. Hoffe ich doch mal zumindest. Boom, 117. Also da hat sich die 10% schon ausgezahlt, glaube ich. Oder was sagt ihr dazu? Okay, wir wechseln jetzt mal. Wieder auf Aurora. So. Und sie macht einen Lichtstrahl. Der sehr lange dauert, aber voll Energie gibt. Naja, gut, nicht so. Ja, ich hab's anders erwartet. Schade. Monsoon! Schade, dass die Verteidigung nicht dann übertragbar ist auf. Auf sie. Schaden erhöhen brauche ich hier in dem Sinne nicht mehr. Also, wenn ich den wechsle, dass dann ich auch diesen Buff bekomme von Rubella.
Nein, nicht Feuer. Du Alter, ja, du bist schon ein bisschen senil, ne? Alles cool, jetzt haben wir ihn gut unter Kontrolle. Schön immer unterbrechen. Na gut. Jetzt wird's langsam eng. Ja, ich kann nicht anders. Ich muss einen Lichthieb geben. Gib ihm die volle Lichthieb-Power. Und da ist er tot. Getötet. Und damit haben wir, glaube ich, alle. Das war der letzte. Will ich hoffen. Auf die... Ach so, das ist der Typ. Ich konnte den gerade nicht aussprechen. Bulmusi. So. Ich will jetzt eine anständige Belohnung haben. Dafür, dass ich dreimal den Tod erledigt habe. Oder viermal, ich weiß es gar nicht mehr. Wo ist er denn jetzt hin? Ach, da. Was ist mit dem Keller? Ist er sauber? Ja, mein Herr, aber ihr habt uns belogen. Gesteht es ein. Heimgesucht war er von dunklen Kreaturen. Oh nein, das wird nicht billig sein. Zum Glück ist der Preis bereits ausgemacht. Wo ist denn der Vertrag, muss ich fragen. Den gibt es nicht. Vaters Bankier, Monsieur Moustache, wird jetzt sagen. Los, bekennt. Ihr seid sehr solvent. Schon gut. Ihr bekommt etwas. Einen Moment. Was bekomme ich denn? Magiestaub. Plus mal zwei. Oh, ist ja nicht schlecht. Nimmt man gerne an, ne? Na, öffne dich. Gucken wir mal. Wir haben ja jetzt ein paar... Ja, da wollte ich nicht reingucken. Erstmal geben wir den hier ein paar Skillpunkte. So, das war's auch schon. Und wir haben ja jetzt ein bisschen Zeugs hier rumliegen. Und deswegen gebe ich Aurora hier mal erstmal alles Leben. Stärke gebe ich hier auch voll. Magieresistenz. Okay, da können wir ja mal den alten Herr das geben. Und Magie. Stärke Magie. Das nehmen wir, geben wir auch den alten her. Magie mit Soße, ohne Hollandaise. So, gucken wir uns noch ein kleines bisschen das Dörfchen hier an, bevor der Part leider zu Ende geht. Oh, hier alles so eingerissen. Voll krass. Hier könnten wir weiter. Okay, dann wäre hier der Schluss und da konnten wir auch noch rein. Dann gehen wir da noch mal kurz rein. Gucken wir uns um. Oh, hallo. Junge Frau. Was kannst du? Ich sehe da einen leichten, tiefen Ausschnitt, Leute. Leider ist es eine Ratte. Also, nein, danke. Ein Retter muss die Schatzkammer, bla, bei den Hörnern packen. Habe ich doch gemacht. Die Liquiditätspass bei den Hörnern packen. Liquiditätspass. Ich bin eine kleine verwöhnte Ratte. Ich kann alles so gut sprechen. Und so schnell schreiben. So, okay. Was haben wir eigentlich eingetauscht gehabt nochmal? Eine. Ach, eine Laterne war das. Eine kleine Laterne. Mit Sonne, Mond und Sterne. Aber sonst ist hier nichts mehr. Nein. Schade. Okay. Dann würde ich sagen, ich verabschiede mich erstmal heute für diesen Part. Es war etwas kampflastiger als sonst, aber das muss ja auch mal sein, ne? Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch natürlich freuen. Bis zum nächsten Mal bei Child of Light. Ciao.